Hallöchen, Freunde. Willkommen wieder zurück zu meinem Skyward Sword Let's Play und... Ja, ihr seht ganz richtig. Der Wald von Firone ist komplett überflutet. Das hat der Wasserdrache aus dem Grund gemacht, damit mal die ganzen Bösewichte absaufen und verschwinden. Und damit ich von ihr die erste Stimme des Heldenliedes erlerne, muss ich es jetzt schaffen, das ganze Lied, was sie eben... in Melodien aufgeteilt hat, wieder einzusammeln. Also die Melodien, das sind lebendige Musiknoten, kann man jetzt so sagen. Die schwimmen da überall im Wasser rum. Ihr seht auch schon die farbigen, das sind die, die ich jetzt schon habe. Und die restlichen fehlen mir noch. Das sind noch eine ganze Menge. Und was ja auch noch gewesen ist, ich musste den Verband sogar ein drittes Mal versiegeln. Ja? Und da war der Kampf natürlich jetzt noch schwieriger und Baro hat mich dann mit seinem Katapult direkt hier in den Wald geschleudert, weil sonst war ja leider kein anderer Weg möglich. So, also ihr seht, die ganzen Melodien, die hier noch so weiß sind, die habe ich noch nicht. Hier schwimmen allerdings auch ziemlich viele Kugelfische und diese anderen fetten Megafische rum. So, aber die kann man schön mit einer Wasserschraube umbringen. So, also mit zwei Wasserschrauben besser gesagt. So, und tot. So. Gut, jetzt muss ich mich langsam auf die Suche begeben, wo denn noch Melodien sind. So. Ich schwimme jetzt mal darüber. Ich glaube, auch hier sind wieder einige im Kreis angeordnet, also rosafarbene. Da muss ich auch wieder verdammt schnell sein. So. Ja, der will mir jetzt sicher irgendwie sagen, beeil dich, Mann. So. Weil die verschwinden halt leider nach einiger Zeit, wenn ich nicht alle rechtzeitig einsammle. Geschafft. Die gehören zusammen und die habe ich. So, was ist denn mit dir? Was willst denn du mir wieder sagen, hä? Nix, weil ich dich schon wieder nicht ansprechen kann. Doch. Oh nein, wieder diese aggressiven Fische. Wir müssen fliehen. Zum Glück sind tiefe Stellen für sie unerreichbar. Aha, zu dumm zum Tauchen, oder was? Das sind doch Fische. Naja, egal. So, seht mal, da drin in dem Baum hat sich eine einzelne versteckt. Na, die schnappe ich mir doch gleich. So, komm mal her. Ah, hey, die flieht! Ja, nicht mit mir. So, das war wieder eine einzelne. Dann sehe ich, da gibt es noch irgendwo eine einzelne. Hey Leute, ich kann unter Wasser krabbeln, aber ich kann sonst nichts machen. Und Schleim! Ist auch nicht so toll. Gut, der blaue Schleim ist hier scheinbar das einzige Wesen, was hier wirklich überleben kann unter Wasser. Aber sonst nur die fischigen Gegner. So. Alles unter Wasser. So, da vorne, glaube ich, sind auch wieder welche. Ja, da sehe ich schon was. Oder ist das ein Bernstein? Das ist ein Bernstein halten, oder? Ja. Lol, das interessiert mich jetzt nicht. Das interessiert mich aber gar nicht. Nee, 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 nee. Da tut es nicht. Das interessiert mich gar nicht. So. Was ist denn hier noch? Weil hier fehlen auch immer noch so viele. Ich glaube, irgendwo hier. Oh ja, hier sind ein paar Grüne, die zusammengehören. So, schwupps! Und auch die gehören mir. So, was ist mit du? Was willst du mir sagen? Wenn du Melodien in derselben Farbe nicht schnell genug fängst, verschwinden sie aus deinem Notenblatt. Ja, das weiß ich. Das habe ich eh schon gesagt. So. Ich glaube, jetzt irgendwo hier war eine Stelle. Also hier ist sogar eine Wand. Also da kann ich gar nicht mehr weiter. So. Warte mal. Ich bringe erstmal den Fisch hier oben. Oder auch nicht. Ach, egal. Wie gesagt, irgendwo da unten. Ah, ich sehe schon wieder welche. Da weiter unten, das sind solche violettfarbenen. Oder sind das nicht die, die jetzt zusammengehören? Also so die ganz, ganz vielen? Sind das die? Ich glaube schon, oder? Wartet mal. Ja, das sind jetzt die ganz vielen. Das heißt, ich muss mal ganz kurz irgendwie an die Oberfläche. So, komm schon. Komm schon.
So. Ich werde jetzt nämlich, um es mir ein wenig einfacher zu machen, erstmal den Fisch umbringen, weil er fett und dumm ist. Na? Hallo? Hallo? So, stirb doch mal, würde ich sagen. So. Ich werde jetzt meinen verfeinerten Lufttrank nehmen und dann kann ich für ganze 3 Minuten lang die Luft anhalten. Und kannst du nicht auf den Baum stammen? Du Vollidiot. Na, dann nehmen wir auf das Blatt hier. So. Dann habe ich mir genau aus dem Grund besorgt. So, also. Trinken! Schwupps! So, 3 Minuten lang wird sich meine Sauerstoffanzeige jetzt nicht mehr leeren. Wie ihr sehen könnt, die sieht jetzt auch ein bisschen anders aus. Und jetzt habe ich eigentlich genug Zeit, mir da unten die ganzen Melodien zusammen... Oh, da sind ja wieder welche, die zusammengehören. 4 Rosa, ne? Na, kommst du her? Ha! Erwischt. So. Waren hier irgendwo welche? Da drin vielleicht? Nee. Nee, da glaube ich nicht. So. Ich will aber umdrehen. Ich hasse die Unterwassersteuerung. Ich mag die nicht. Ich mag sie nicht so wirklich. So. Vor allem, ich kann jetzt auch unendlich oft eine Wasserschraube hintereinander aussehen. Oh, hier ist noch eine einzelne. Oder ist das eine einzelne? Nee, das sind mehrere. Okay, ist nicht so schlimm. Oh, aua. Was zum... Hey, Link, hörst du mich? Mir ist etwas eingefallen. Kannst du kurz zu mir kommen? Nee, was... Was zum... Was ist denn jetzt auf einmal? Was ist mir jetzt eingefallen? Dem Q-Häuptling. Ich wollte mir doch jetzt eigentlich gerade schnell die ganz vielen hier holen. So, wo waren die jetzt noch? Oh, hier ist eine rote. Also hier sind mehrere rote. Ha, 2, die zusammengehören. 2 rote. So. Weil die waren doch jetzt hier irgendwo. Moment mal. Hier. Von hier aus gesehen. Hier muss ich aber trotzdem noch schnell genug sein. So. Das sind jetzt die, die am aller. Also die am häufigsten zusammengehören. Die meisten einer Farbe. So, hier darf ich absolut keine auslassen. Geschafft! Super! So, jetzt fehlen mir nur noch mehr eine einzelne und noch 4, die zusammengehören. Okay. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil jetzt fehlen ja nur noch mehr die paar. So, aber jetzt frage ich mal kurz den Häuptling der Q, was er mir denn sagen will. Aber du blödes Fischgesicht, stirbst! Blöde Fischfotze, du. Na, komm! Zack. So. Irgendwas ist ihm doch jetzt eingefallen, aber was? Bestimmt wieder irgend so ein unnützer Tipp oder wie? Gut, dich zu sehen, Link. Kommst du mit den Melodien voran? Weißt du, mir ist da etwas eingefallen. Ach, wie hieß das noch gleich? Dieser Trick, mit dem du meine Gefährten gefunden hast, setzt ihn doch wieder ein. Damit müsstest du sie doch einfacher finden können, oder? Ich vermute, dass, dass er die Aurasuche meint. Es ist ein kluger Vorschlag, Gebieter. Ich habe die Merkmale der Melodien bereits analysiert. Hey, geil! Die Melodien können nun mit der Aurasuche gefunden werden. Bedauerlicherweise funktioniert die Aurasuche jedoch nicht im Wasser. Aber wenigstens kann ich die übrigen Melodien... kann ich mit der Aurasuche finden. Ah. Da sind welche und dort hinten ist irgendwo was. Okay. Oh. Ach so, die Wirkung meines Lufttranks verpufft gleich. Deswegen macht es hier so ein komisches Geräusch. Und schwupps. Da ist die Wirkung verpufft. 3 Minuten sind scheinbar um. Ah, hier sind die 4 Roten, die zusammengehören. Die schwimmen direkt auf mich zu. Das ist gut. Ha, erwischt. So, hey, mir fehlt nur noch mal die eine einzige einzelne. Ah, da ist sie! Seht mal, da ist sie! Da ist sie ja! Aber die hängt da drin fest, oder? Die kriege ich so, glaube ich, nämlich gar nicht. Oder? Wartet mal. Nee, die kriege ich so gar nicht.
Ich weiß aber, was man da machen kann. Oh, du blödes Fischmonster, du! Geh doch kacken! So. Hier ist die letzte. Die hat sich hier drin verschanzt und jetzt muss ich es einfach nur schaffen, die umzudrehen. Das heißt, ich muss, glaube ich, vom... Ja, ich muss von da oben runter schwimmen. Schwimmen, sag ich. Springen. Dann mache ich es mir leichter, setze ich mir hier ein Signallicht. So. Dann muss ich irgendwie schnell und flott auf den Baum. Und dann hier runter springen. Und dann... Also nee, mir fehlt ja noch eine einzelne. Oh. Shit. Wartet mal, ich glaube, die ist... Ist die vielleicht sogar da unten drinnen? Hey! Monsterfisch, du. So, hier ist nämlich so ein explodierender Kugelfisch. Mano! Hier drin! Ich glaube, die eine ist noch hier drin, die andere, was einzeln ist. So. So muss ich es schaffen, mit einem explodierenden Kugelfisch die Wand aufzubomben. Bam! Da ist sie ja! Ah, da ist sie, die kleine! Die einzelne! Schwupps! So, eine einzige grüne. Das ist schon wieder so eine Fisch-Missgeburt. Aua! Leg mich doch! Oder lass es lieber bleiben. Es wäre ganz schön eklig, von einem so ekligen Fisch abgeleckt zu werden. So. So, komm, komm. Ich muss hier raus. So. Ja, mir fehlt jetzt wirklich nur noch mit diese einzelne Melodie. Annette, stirb doch mal! Sowas. So, wo waren denn diese scheiß Schwebepflanzen da drüben? So. Nur noch mehr diese eine. Das ist sogar die, die eigentlich irgendwie am allerbesten versteckt ist, weil die eben auf der Unterseite von dieser einen Wasserpflanze ist. Und wieso... Warum nicht? Kann ich manchmal keine Wasserschraube machen? Was soll das? Ich bewege doch das Nunchuck und die Wiimote gleichzeitig ruckartig. So, der Fisch, der kann mich mal. So, hier. Hoch. Und rüber. So, loslassen. Und genau von hier abspringen. Okay, das ist wieder, wo jetzt die Schmetterlinge sind. Dann kann ich mir das Signallicht wieder wegnehmen. Jetzt muss ich es nur schaffen, direkt auf dem Seerosenblatt zu landen, ne? Um es umzudrehen. Schwupps! Und da ist die letzte Melodie befreit. So, jetzt muss ich die nur noch mehr kriegen. Das war nicht gut. So. Und ich hab sie! Ich hab's geschafft! Sehr gut, du hast alle Melodien gefangen. Du solltest besser schnell zum Wasserdrachen zurückkehren. Yeah! Geschafft! Und das war gar nicht mal so schwer. Und der Luftdruck hat mir da gute Dienste geleistet. Und ich muss mir aber noch merken, dass da noch ein Artefakt der Göttin ist. Ich glaube, das kriege ich auch noch, wenn ich von da oben runterspringe, oder? Ich meine, wie soll ich denn das sonst kriegen? Das geht ja gar nicht anders, weil sonst komme ich hier so wirklich nicht hoch. Ich glaube auch, hier gibt es auch nämlich nichts für den Greifhaken. Also, genau hier setze ich mir noch ein Signallicht. So. Da ist ein Bernsteinhalbmond, lol. Und ich kriege nicht. Dumm! Die dumm, die dumm, dumm, dumm. Ah! Mann, wenn du mir jetzt absäufst, ey, dann bring ich dich um. So. Darf ich nicht wahr sein hier? Jetzt muss ich nur noch einmal runterschwimmen und zum Wasserdrachen, weil jetzt habe ich es ja geschafft, ne? Ich habe die Prüfung bestanden, ich habe alle Melodien gefangen und das Lied klang jetzt so richtig schön. So, wo ist denn jetzt... Ach so, da drüben ist der Eingang gewesen. Also ihr seht schon, es ist nicht relativ schwer, vor allem jetzt, wenn man einen Luftdrang dabei hat, ist es noch einfacher. Wobei, ich habe es privat beim ersten Mal sogar geschafft ohne Luftdrang. Also habe ich es mir jetzt sogar ein wenig einfacher gemacht als sonst. Aber naja, egal. Jetzt habt ihr mal gesehen, wofür der Luftdrang gut ist.
Weil hier eignet es sich irgendwie am allerbesten, den zu verwenden. Vor allem einen verfeinerten Lufttrank. Weil beim... Ich will den scheiße Wasserblase! Ich hab fast keinen Sauerstoff mehr hier. So, ich wollte sagen, ein normaler Lufttrank lässt ja die Sauerstoffanzeige nur langsamer leer werden, aber ein verfeinerter, der lässt sie für 3 Minuten überhaupt nicht leer werden. So. Also, da ist sie ja schon. So. So. Hab's geschafft. Du hast dich deiner Aufgabe wahrlich würdig erwiesen, Link. Ich werde daher mein Versprechen einlösen, dir die Stimme, deren Hüterin ich bin, beibringen. Hast eine Stimme des Heldenlieds erlernt. Nun denn, ich habe den Wald überflutet, um ihn von den Schergen des Bösen zu reinigen. Jetzt aber werde ich ihn in seine ursprüngliche Gestalt zurückversetzen. Das wird auch in deinem Sinne sein. Gehab dich wohl, ich wünsche dir das Beste. Der Wasserstand im Wald von Firone ist gesunken. Jetzt befindet sich der Wald wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Die Stimme, die du erlernt hast, gehört zum Heldenliedgebieter. Suche die beiden Drachen der anderen Länder auf und lerne von ihnen die fehlenden Stimmen des Liedes. Jo, ist doch cool. Jetzt ist das ganze Wasser wenigstens wieder weg und die erste Stimme des Heldenliedes habe ich erlernt. So, das heißt, als nächstes geht's ins Gebiet von Eldin und... Direkt unter mir ist jetzt... Ja, direkt unter mir ist jetzt dieses Artefakt, aber wie komme ich denn da nochmal ran? Oh, Monsterklaue. Haust du ab! Zack. Gibt's ja nicht. So, und ich höre schon wieder diesen alten Judas schnarchen. So, aber wie zum Kuckuck komme ich an dieses Artefakt ran? Das ist jetzt direkt unter mir und wenn ich mich hier fallen lasse, dann... Das kriege ich doch nie. Oder? Warte mal, ich lasse mich jetzt einfach hier runterfallen. Ach so, da ist eh ein Seil. Da ist ein Seil. So. Na. Oh, nee. Das ging daneben. Aber wie komme ich denn da hoch, verdammt nochmal? Das geht doch gar nicht. Wie geht das? Wie kommt man da hoch? Warum höre ich... Ach, das sind schon wieder diese gottverdammten Raben, die sind immer noch da. Die sind bestimmt weggeflogen, bevor die Flut gekommen ist. Ich meine, eh logisch. Mann. Kann ich die nicht einfach abknallen mit dem Bogen? Hä? Ja, klar, die wollen mich wieder ankacken, diese Mistviecher hier. Leck mich doch. Aber wie zum Kuckuck komme ich denn da hoch? Das geht doch gar nicht. Da oben ist jetzt ein Seil. Hm, hier ist ein Seil, aber wie komme ich da hoch? Mann, ich will euch mal eine runterhauen, ihr verfickten Raben hier. Zack, oder Krähen, oder was auch immer ihr für Vögel seid. Auf jeden Fall seid ihr kacknervig. Zack, und tot. So, 20. Das ist schön. So, irgendwie muss man da doch hochkommen. Es geht doch gar nicht, dass das nicht gehen soll. Ich meine, warum hätten die Entwickler dann da drüben ein Artefakt der Göttin platziert? Und ich sehe da gerade ein Geschenk der Göttin rumliegen. Das kann ich mir hoffentlich mit dem Käfer holen, oder? Nur hier. Schwupps. So, ich will mir das mal kurz mit dem Käfer genauer ansehen. Ich irgendwie...
So hier, ne? Hier ist so ein Seil und so. Nee. Wie geht das? Ich hasse das. Wie soll denn das gehen? Ich kann doch gar nicht runterspringen von da und auch nicht wirklich rüber. Hier hoch? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Wie kriegt man denn das bitte? Jedes andere, was hier schon gewesen ist, rund um den Baum, das habe ich ja mehr oder weniger gekriegt, als ich von oben runtergesprungen bin. Beziehungsweise man kriegt's mit Hilfe des Greifhakens, aber dieses hier ist mir gerade irgendwie ein Dorn im Auge. Wie soll ich da hochkommen? Ich meine, die Aurasuche ist natürlich total am Ausrasten, eh klar, weil der da oben eins liegt. Da komme ich doch nur von hier hin? Wartet mal. Hier komme ich ja rauf mit dem Greifhaken. So. Wenn ich jetzt hier hochgehe. Nee, wie soll denn das gehen? Ich komm doch hier gar nicht hoch. Ja, das geht doch gar nicht. Das geht nicht! Wie kommt man da rüber? Das ist doch scheiße! Ja, schön. Jetzt brauche ich nur noch die normale. Das gibt's ja nicht. Wie soll ich denn von da oben? Ich kann mich doch hier so nicht hinfallen lassen. Das geht doch eigentlich gar nicht. Anders, wie komme ich da aber gar nicht hin? Wie soll das gehen? Jetzt bin ich gerade echt ein bisschen, angepisst. Mann! Und vor allem von diesen arschverdammten Drecksdekoranas hier, ey! Hier komm, friss eine Bombe! So, Mahlzeit. Arschloch, du! Sowas. Aber wie zum Kuckuck soll ich denn da hinkommen? Das ist ein ein unerreichbarer Ort, obwohl ich jetzt die volle Ausrüstung habe, weiß ich nicht, wie ich da hinkommen soll. So, kann ich euch hier nicht einfach... Hörst du wohl auf, mich anzukacken, blöder Vogel, du. Na, Alter, hör auf! Na, seht ihr? Der weicht mir immer aus, der Bastard. Zack! Was kommt davon? Aber wie kommt man denn da hoch, verdammt nochmal? Das geht doch anders nicht. Ich kann doch keinen Wandschwung, ich kann auch hier nicht hochklettern. Ja, ich bin ja nicht Super Mario, ich bin Link. Der kann sowas nicht. Der kann keinen Wandsprung. Ich verstehe das nicht. Und vor allem von hier aus komme ich doch auch nicht da hoch. Und unter Wasser wäre es ja gar nicht gegangen, weil da... Ne, wisst schon. Ist ja gar nicht möglich gewesen. Hätte ich ja gar keine Möglichkeit gehabt, das Schwert zu ziehen. Und warum sind da oben eigentlich solche komischen... Ach so, okay, naja. Ich verstehe das gerade nicht. Warum weiß ich nicht, wie man das kriegt? Ich hab's echt vergessen. Also vielleicht kann man das irgendwie von äußern und ich werde es schon noch selber auch rausfinden. Das lässt mir jetzt einfach keine Ruhe. Wartet mal, ich habe mir ja eigentlich eh eine Notiz angeführt, wo es alle... wo es hier alle Goddess Cubes gibt, alle Artefakte der Göttin. Das ist eigenartig. Tja, das ist das dann, das ist hier. Ja. Das verstehe ich einfach nicht. Das verstehe ich nicht. Das sollte eigentlich... Sollte das da gehen, aber es gibt's doch nicht. Wenn ich doch von oben... Ich kann ja nur von oben runterspringen. Anders kann das nicht gehen, ja? Das kann nicht anders gehen. Das geht nur so. Ja? Also wie anders... Nee. Das geht nur, wenn man von da oben runterspringt. Aber ich wüsste jetzt nicht genau wie. Ich müsste irgendwie von... Da... Verdammt weit oben da irgendwie so runtersegeln können. Scheißendreck, Vogel! So erwische ich dich nicht! Zack! Und tot. Blöder Vogel.
aber wenigstens lassen die alle 20 Rubine fallen. Du vielleicht auch? Zack! Und tot. Yay! Sogar 25, geil! Aber das gibt's doch gar nicht. Anders als so kann das gar nicht gehen. Oder muss ich hier landen? Von da vielleicht, dass ich nicht direkt beim Block lande, sondern über das Seil komme ich ja dann eh darüber. Das heißt, wenn ich hier stehen bleibe und mir genau hier ein Signallicht setze, was ich ja von da oben eh auch noch sehen kann, dann muss das doch irgendwie gehen. Das will ich jetzt noch schnell machen. So, oder? Nee. Nee, wisst ihr was? Das mache ich im nächsten Part. Da oben gibt es ja eine Statue, wo ich speichern kann, weil das lasst mir jetzt keine Ruhe. Das kann ja nicht sein, dass ich das nicht kriegen kann. Das muss man kriegen können, ja? Man muss einfach. Ich kann ja nicht ein Artefakt platzieren, wo man dann überhaupt nicht rankommt, ja? Das muss einfach gehen, ja? Wenn ich von da oben, muss ich gerade richtig geschickt runterspringen und dann versuchen, auf dem Absatz da zu landen und dann über das Seil darüber balancieren und dann kann ich das Ding erreichen. Anders kann das doch gar nicht gehen, also. Wenigstens habe ich es geschafft, die erste Stimme des Heldenlieds zu bekommen. Also, speichern. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, Freunde. Tschüss, am besten gleich, wenn ich oben auf dem Baum bin. Ne? Das ist das Praktischste. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.